Und auch für die Wohnbevölkerung seien die Mieten im Zentrum schon jetzt oft zu hoch. Deshalb fordern die Selbstständigen in der SPD längerfristige Kündigungszeiten von mindestens einem Jahr und verbindliche Mietspiegel für gewerbliche Flächen. Durch die für 1990 geplante Reform von Lohn- und Einkommenssteuer verlieren die Gemeinden nach sozialdemokratischer Einschätzung rund 10 Milliarden Mark an Einnahmen. Wir befürchten, dass die Kommunen ihre Investitionshaushalte zurückfahren und damit die Auftragsbücher des Mittelstandes nicht mehr gefüllt werden können, aber auch, dass die Gewerbesteuerhebesätze erhöht werden und damit auch Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Selbstständigen in der SPD lehnen auch die Erhöhung von Mehrwert- und Verbrauchssteuern zur Finanzierung der Reform ab. Denn nicht nur die Verbraucher, sondern auch viele kleine selbstständige Betriebe seien betroffen. Der Konzentrationsprozess im Einzelhandel werde zusätzlich beschleunigt. In München begannen indische Kulturtage. Sie werden von einer Vereinigung der in der bayerischen Landeshauptstadt lebenden Inder veranstaltet, die mehr als 1200 Mitglieder zählt. Mit einer Demonstration von Bekleidungsformen, Sitten und Gebräuchen eröffnete heute die indische Vereinigung Bharatiya Sangha die indischen Kulturtage in München, die in diesem Jahr bereits zum 10. Male durchgeführt werden. Heuer das erste Mal dabei, Indiens Botschafter in Bonn, Jagdish Chand Ajmani, der auf Ziele und Bedeutung der indischen Kulturtage in München hinwies. Das Ziel ist, die indische Kultur durch die Darstellung von Theater, Musik, Tanz und Filme und Theatervorführungen, die bayerische und Münchner Bewohner einen Einblick in die indische Kultur zu anbieten. Spiritualität und Kultur haben in Indien eine 5 Jahrtausende alte Tradition. Hier das bengalische Gegenstück zur Taufe bei uns. Das Kind wird zum ersten Mal mit Reis gefüttert. Om Bhur Bhavay Svay Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yoyo Na Prachodayat Swaha Om Bhur Swaha Namaste Swaha Swastiyaya Namo. Auf dem Programm der indischen Kulturtage, die noch bis zum 12. Dezember andauern, stehen klassische Sitar-Konzerte, Kinovorführungen, klassischer Tanz und zum Abschluss am 12. Dezember eine musikalische Darbietung, Kinder für Kinder. Die Sammlung des Literaturwissenschaftlers Walter Höllerer geht in den Besitz Bayerns über. Diese bedeutende Dokumentation zur Entwicklung der deutschsprachigen Literatur nach 1945 wird auf Wunsch Höllerers dem vor 10 Jahren gegründeten Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg überlassen. Amtsschimmel raus, Pegasus rein. Unter diesem Motto begründete der Schriftsteller und Literaturprofessor Walter Höllerer vor 10 Jahren das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg. Jetzt schenkte Höllerer Bestände aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Herausgeber und Autor der Literaturzeitschrift Akzente dem Freistaat Bayern. Sie umfassen seine Korrespondenzen mit nahezu allen maßgeblichen Autoren des 20. Jahrhunderts, wie Theodor Adorno, Gottfried Benn und Günter Grass. Aber auch Fotos seiner Frau Renate von Mangold, von Peter Weiß, Elias Canetti und Max Frisch, denen Höllerer Freund und Mentor zugleich gewesen ist. Darüber hinaus Werkmanuskripte und Zeichnungen, die die Gedichte auch optisch umsetzen. Höllerer hofft, dass Sulzbach-Rosenberg eine überregionale Institution wird, die Geschichte und Betrieb von Literatur anschaulich macht. Symbol dafür sein Weltei, das von Sulzbach-Rosenberg aus Kontakte in die ganze Welt anknüpft. Dem Lyriker und Übersetzer Erich Fried ist in Darmstadt der Georg-Büchner-Preis verliehen worden, die bedeutendste Literaturauszeichnung in der Bundesrepublik. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung würdigte damit sein mutiges Eintreten gegen die Übermacht der Missstände auf der Welt. Fried lebt seit seiner Flucht vor den Nazis 1938 in Großbritannien. Das war die letzte Meldung in dieser zweiten Rundschau vom 17. Oktober 1987. Wir verabschieden uns mit den Wetteraussichten. Kommende Nacht noch vielfach starke Bewölkung und besonders im Osten und Südosten einzelne Regenfälle.
Morgen nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder von Westen her zunehmende Aufheiterungen und trocken. Tiefstemperaturen 10 bis 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 14 Grad. Temperaturen im Mittelgebirge in 1000 Metern bei 7, in den Alpen in 2000 Metern um 2 Grad. Meist schwacher Wind, anfangs um Nordwest, später aus Nordost bis Ost. Türme und Mauerwerk bestimmen das mainfränkische Stadtbild von Dettelbach. Wo die schmalen Häuser sich aufs Engste zusammendrängen, ragt die Pfarrkirche St. Augustinus empor. Ihr eigenwilliges Türmepaar, weithin sichtbar, gilt als Wahrzeichen des Ortes. Bald nach der Stadterhebung von 1484 hat man den Bau der Kirche begonnen. Auf dem ehemaligen Burgberg entstand der mächtige spätgotische Chor, der in seinem Ausmaß den üblichen Umfang einer solchen Anlage sprengt. Und so wurde er in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Langhaus umgewandelt. Hierdurch und durch den Kranz von Kapellen, der ihn umgibt, erhält das Kircheninnere seine imponierende Weite. Zur Größe des Raumes wollen die hier aufgestellten Figuren nicht recht passen. Die Madonna ist eine aus Südtirol stammende Kopie. Und der Statue des Christus fehlt die letzte künstlerische Vollendung. Aber die Verehrung ist nicht an den Rang der Darstellung gebunden. Denn die Güte der Gottesmutter und die erlösende Kraft des Auferstandenen können sich auch im bescheideneren Werk mitteilen. Zu den Kostbarkeiten der Ausstattung gehören die drei noch erhaltenen alten Fenster. Auf dem mittleren von ihnen, eine farbenprächtige Glasmalerei, hält ein Engel schützend das Rathaus der Stadt in seiner Hand. Ein zweiter Engel hält die Kirche. Von beiden umgeben thront Maria mit dem Kind. Die beiden so verschiedenartigen Türme, die der Kirche ihr besonderes Gepräge geben.